und herzlich willkommen zu einem neuen Video von JK's Forever 01. Und ja, ich hole mal ein kleines April-Update nach, weil ich habe im April mir einige Sachen bekommen, einige Sachen mir geholt. Das möchte ich euch jetzt einfach mal vorstellen, was ich da so alles dann mir geholt habe, beziehungsweise was ich dann alles neu in meiner Sammlung habe. Und ja, wie schon am Anfang, immer natürlich, wenn ich natürlich Spiele habe, gibt es natürlich erstmal die Spiele. Ja, den ersten, den ich hier habe, ist für die Xbox 360. Das ist The Amazing Spider-Man zu der Amazing-Reihe von der Spider-Man-Filmen. Und ja, den zweiten fand ich ja nicht so pralle. Ich schaue mir das mal an, wie der erste Teil ist. Vielleicht wird er ja ganz angenehm. Und erkenne ich also noch nicht. Dann habe ich hier zwei aus einer meiner Discord-Gruppen. Dann nämlich hier. Und da habe ich dann zum Beispiel zwei Spiele im Wert von 15 Euro insgesamt geholt. Da habe ich erstmal dieses Komplettpaket von Dead Rising 4. Somit habe ich dann auch alle Teile aus der Dead Rising Reihe. Habe ich auch schon mal angespielt, fand ich schon ziemlich cool. Ich mag ja sowieso die Dead Rising Reihe, schon wegen dieser Kombination mit den ganzen Waffen. Ich finde die einfach so herrlich abgedreht. Und dann habe ich ein Spiel, ja sozusagen, man könnte schon fast sagen, umgetauscht. Habe ich zwar gekauft, allerdings habe ich es auch für die Xbox gehabt. Und für die Xbox habe ich es dann abgegeben, weil ich das nicht mehr so für die Xbox haben wollte. Jetzt habe ich jetzt das für die PlayStation 4, das ist Call of Cthulhu. Ja, und das waren auch schon... Oh, ich muss mal kurz mein Auge reden. Und das waren auch schon die Spiele, also nichts sehr Großes natürlich, also und deswegen... Wenn ihr schon mal eine dieser drei Spiele gespielt habt, schreibt mal in die Kommentare, wie das ist. Würde mich mal interessieren. Jetzt kommen wir zu den nächsten Filmen. Jetzt kommen die Filme nämlich dran. Und da habe ich mir zwei Filme geholt, die ich zwar alle auf DVD und so ein Kombo-Pack hatte mit DVD und Blu-ray zusammen. Allerdings wollte ich die nicht mehr so in dieser Fassung haben. Ich wollte sie rein auf Blu-ray haben. Die habe ich mir jetzt, Update-Upgrade sozusagen geholt. Das ist einmal der Actionfilm 96 Hours mit Liam Neeson, ein Klassiker. Also ich kenne jetzt bisher nur den ersten Teil. Zweiten und dritten Teil habe ich noch nicht gesehen. Aber schon der erste fand ich schon ziemlich geil. Muss ich mal schauen. Vielleicht gibt es dann noch so ein Update mit der Trilogie. Ja, und dann kommen wir zu einem sehr süßen Wuff-Film mit einem Hund natürlich. Ja, und ich spreche hier nicht von Hachiko, weil Hachiko ist einfach nur ein Herzensfilm. Den habe ich schon natürlich auf Blu-ray. Ja, jetzt habe ich den nächsten Film. Den hatte ich auch in dieser Kombi-Pack, deswegen auch der geht raus. Der ist allerdings schon ja, weggegeben. Und das ist der Film Marley und ich, ein sehr süßer, witziger und auch ein bisschen trauriger Film, also alles. Ich mag vor allen Dingen Owen Wilson auch wieder hier und Jennifer Aniston ist sowieso ein Hingucker immer wert. Also Marley und ich, ein sehr, sehr süßer Film. So, und jetzt kommen wir ja schon zu einer Videospielverfilmung. Es gibt zwei Teile davon. Jedenfalls von den 2000ern Reihe. Es gibt auch schon einen neueren. Da soll es aber allerdings auch schon bald eine Fortsetzung kommen. Es gilt als die erfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten. Nichts kommt an Silent Hill ran. Obwohl, diese beiden Filme sind auch nicht schlecht, wie ich finde. Aber die kommen nicht an Silent Hill ran. Es kommt nicht an Silent Hill ran. Silent Hill ist Nonplusultra. Da kommt nichts. Das ist die erfolgreichste. Nichts ever. Das könnte man auch zu den besten Filmen dazu auf jeden Fall dazu sagen, zu den Videospielverfilmungen. Aber keine Frage, weil diese Tomb Raider-Filme sind schon ziemlich gut mit Angelina Jolie. Die machen auch Spaß, sie sind keine schlechten. Ich würde es damit jetzt nicht schlecht machen, dass sie jetzt, ich würde es jetzt nicht schlecht machen, sagen wir es so. Aber in Sachen Kombination zu Silent Hill. Nee. Da ist doch da noch viel, viel besser hier. Und die Collectors Edition habe ich, glaube ich, für 4 Euro oder sowas geschossen. Mit Versand, wohlgemerkt.
Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die beiden Filme findet. Ich finde sie ja ziemlich gut, das muss man schon sagen. Machen auch ziemlich Spaß. Und Angelina Jolie als Lara Croft macht eine gute Figur. Wie gesagt, sie sind nicht schlecht. Aber Silent Hill ist für mich einfach Nonplusultra. Daran kommt nichts vorbei. Da kommen sowieso keine Filme dran vorbei, wie Super Mario, Doom und Resident Evil oder Tomb Raider oder selbst Meisterdetektiv Pikachu war auch ziemlich geil. Kommt aber auch nicht ran. Oder Sonic, bin ich ja absoluter Fan von, kommt auch nicht ran. Silent Hill ist the non plus ultra, the best Videospielverfilmung ever. So, jetzt kommen wir ja schon zu den letzten Filmen und kommen wir einfach mal zum roten Faden. In diesem Fall ist es ein rotes T-Shirt. Jers Sandwich ist es diesmal. Ja, und das Witzige ist, ich wusste bis dato nicht, dass es den auch als Premium-Edition gab, weil ich den nie gesehen hatte in dieser Fassung. Dann habe ich ihn mal billig dann gesehen und dann dachte ich, es gibt den doch. Und da habe ich dann mir schnell geschossen. Auch, glaube ich, irgendwas für 4-5 Euro oder irgendwie sowas. Resident Evil Retribution. Somit habe ich eine Premium-Edition. Sowohl von den ersten Reihen, wo es natürlich nur erstmal die auf DVD gab. Erst ab dem vierten Teil gab es die natürlich die Premium-Edition in diesen Fassungen. Auch auf Blu-ray. Und deswegen habe ich jetzt alle auf Premium-Edition. Freut mich, dann habe ich wenigstens das auch wieder komplementiert. Und ich gehe jetzt nicht darauf ein, wie ich die Filme finde. Nein. Und auch bitte nicht in den Kommentaren schreiben, wie findest du die Filme? Und vor allen Dingen nicht einer, falls du das Video sehen solltest. Und auch nicht bitte einen gewissen Kommentar schreiben, weil man weiß ja, wie ich darauf zustehe. Ja, jetzt kommen wir allerdings zu den drei, in Anführungsstrichen großen Filme, die ich mir bestellt habe. Das sind alles Steelbooks. Und da habe ich dann nämlich einmal, habe ich auch gleich bestellt, für mich und meinen Kumpel, die Steelbook hier zu Spider-Man No Way Home. Ein richtig cooler Film, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich mochte diese Artenvielfalt, ich mochte die Zusammenkunft der Multiversen, also Dr. Strange, der gestern angelaufen ist, ist ein ganz, ganz großes Thema dann in diesem Fall. Das Multiversum spielt jetzt eine große Rolle in für einigen Marvel-Filmen. Und ja, Spider-Man No Way Home macht wirklich ein richtig gutes Paradebeispiel. War ja auch mein letzter Film des Jahres 2021. Ich fand den mega cool. Tolles Schauspieler, alle drei Spider-Man in einem Film mit den besten, den besten Gegnern, die Spider-Man zu bieten hat, bis auf einen. Venom fehlt mir hier. Aber sonst hier mit Electro, mit Doc Ock, mit dem Geier, wollte ich gerade sagen, hier mit Green Goblin, Sandman. Also da muss ich ehrlich sagen, ein wirklich sehr, sehr geiler Film. Der macht wirklich sehr viel Spaß und nicht umsonst ist er auch wirklich ein super genialer Spaß. Geht auch gar nicht mal so kurz mit 148 Minuten, hat er schon eine gewisse Länge. Ja, und jetzt komme ich zum wohl kontroversesten Film des letzten / diesen Jahres. Weil der wurde ja im letzten Jahr gedreht und irgendwie sprechen alle zurzeit gerade. Es ist wieder so eine Art moderner Serbien-Film. Und ich glaube, jeder weiß schon, wovon ich rede tatsächlich. Und ich habe ihn mir geholt über Amazon. Über Amazon wohlgemerkt. Tatsächlich garantiert Uncut. Dass der das Uncut, okay, da muss ich ehrlich schon mal sagen, dass der das Uncut geschafft hat. Wow. Das muss ich schon mal sagen. Krass. Dass er durch die SPOJK noch gekommen ist. Also eine FSK-Freigabe hat er nicht, aber eine Spio-Freigabe hat. Keine schwere Jugendgefährdung. Und ich muss ehrlich sagen, der Film hat einiges Derbe, was gezeigt wird, das muss man schon sagen. Aber im Nachhinein wirkt der auch wie so eine Art, wie ich schon sage, moderner
Serbien-Film. Er wollte nur noch mal da sein, um zu schocken. Das hat er zum Teil auch ziemlich geschafft, weil dieser Film ist wirklich explizit, kann man schon so ein bisschen sagen. The Sadness. Ja, jeder hatte sich das wahrscheinlich schon gedacht. Auch ich bin dem Hype nicht entgangen und habe ihn mir geholt in der Steelbook. Ich brauchte jetzt nicht die Mediabook. Die Mediabook war mir jetzt doch, obwohl es die Mediabook zum gleichen Preis gab, wollte ich doch lieber nur, hat mir schon die normale Steelbook gereicht. Mir hätte auch die normale M-Ray gereicht, aber davon gab es leider keine M-Ray. Deswegen also hier die Steelbook. Ich finde, er ist grundsolide, schöne kleine Splatter-Szenen. Und wie ich schon sagte, er ist da, um zu schocken. Es ist einfach wie so eine Art moderner Serbien-Film, hat einiges Explizites. Deswegen könnt ihr mir ja schreiben, wie findet ihr übrigens Spider-Man? Fandet ihr auch cool, diese Zusammenkünfte? Und was sagt ihr zu The Sadness? Ist das einfach nur wieder dahin geplätschert oder wollte man einfach nur so wie, vielleicht sind ja einige da draußen, die auch so wie ich das sehen bei diesem Film, dass der einfach nur da ist, um zu schauen. Ich finde ihn dennoch, man kann ihn sich ansehen, man hat Spaß zum Teil. Es gab wie hier und da wirklich extreme, krass geile Szenen, auch schön splatterig. Und ja, es geht schon da ein bisschen was ab. Also das ist eine Schlaf, also ich würde ihn jetzt aber nicht als Schlaftablette jetzt irgendwie bezeichnen, das hier nicht. Dazu ist er noch ein bisschen zu dafür erholt er. Aber nur das Ende finde ich jetzt ein bisschen bescheuert irgendwie. Ja, und jetzt kommt der letzte Film. Auf den Film hat es eigentlich angekommen. Und dazu gibt es wieder eine schöne kleine Geschichte. Das war eigentlich der letzte Film, auf den ich, deswegen ich dieses Update jetzt auch ein bisschen später machen musste. Weil der Film sollte eigentlich am 28.04. kommen. Scream, die Steelbook, habe ich mir geordert. Ich bin ja sowieso Scream-Fan und ich habe jetzt auch alle Teile da. Ich finde, der fünfte Teil in dieser Reihe, muss ich ehrlich sagen, ist ziemlich cool geworden. Auch dieser Twist am Ende fand ich schon um einiges besser als im vierten Teil, weil der vierte Teil, muss ich ehrlich sagen, da, ja, dann hätten wir alles, dann hätten wir alle auf die Barrikaden gehen können. Hier fand ich das irgendwie doch recht witzig, irgendwie die Auflösung fand ich dann doch ein bisschen cooler irgendwie einfach. Und ja, die typischen Hauptcharaktere sind auch wieder mit dabei, mit dem Neve Campbell. Jetzt habe ich den Namen. David Arquette und Courteney Cox. Man merkt denen allerdings so, dass doch das irgendwie so ein bisschen zu. Sie wirken manchmal doch so ein bisschen gelangweilt irgendwie in diesem Film. So kam es mir vor. Dennoch gibt es hier auch wieder, jetzt nicht so wie bei The Sadness natürlich, auch hier einige derbe Szenen, also das muss man ehrlich sagen. Also das war schon extrem krass. Es gibt eine Szene in einem Krankenhaus. Da habe ich dann auch schon da habe ich auch schon gestaunt. Und man hat hier natürlich ja dieses typische, also auch wenn Wes Craven nicht mehr da ist, rest in peace, good old Wes, man merkt ihn immer noch, die Macher wissen doch noch, wie Wes Craven doch ein bisschen, glaube ich, die Filme gehabt haben wollte. Und muss sagen, der fünfte Teil macht schon Spaß, hat mir sehr viel Spaß gemacht, im Kino den zu sehen. Ja, das ist Scream 5. Auch wieder in der Steelbook, wie gesagt, wollte ich haben. Und dazu die kleine Geschichte nochmal. Wie gesagt, am 28.04. sollte der kommen. Habe ich natürlich nicht bekommen. Am 28.04. dafür eine Mail, ihre voraussichtliche Lieferzeit? Fragezeichen. Von Amazon aus. Diesmal ist kein Lieferant oder sowas dafür schuld. Nein, es ist tatsächlich mal ein bisschen Amazons Schuld gewesen. Aber alles gut, wie gesagt. Ja, wie gesagt, am 28.04. bekam ich diese Meldung voraussichtlicher Liefertermin? Fragezeichen. So, okay. Dann habe ich dann erstmal gewartet. Und dann habe ich am letzten Samstag angerufen, habe dann gefragt, ja, soll am 28.04. da sein? Immer noch nicht. Sie hat nachgeschaut. Ja, sie können es ja. Ich kann es Ihnen gerne stornieren, dass Sie sich das nochmal holen. Nein,
Habe ich sofort mal erstmal nein gesagt, weil die neuen Dinger kosten, also wenn man jetzt da nachschaut, irgendwie 60 € bei Amazon. Einfach. Nein, so viel Geld habe ich nur auch wiederum nicht. Dass ich mir dafür 60, ich habe dafür jetzt 34 € bezahlt. Passt schon. Ich finde es ganz cool so. Und ich möchte dafür nicht das Doppelte fast ausgeben. Never ever. Okay. Ich leite, dann hatte dann nachgeschaut und dann hat es weitergeleitet. Diesen Montag habe ich dann eine Mail bekommen. Ja, voraussichtliche Lieferdatum am Donnerstag. Yay. Am Donnerstag oder nee, sogar am Mittwoch war es sogar hier. Einen Tag davor. Gut gemacht. Und aufgrund dieser ganzen Sache schicken sie mir einen 5 € Amazon-Gutschein. Geil. So macht man's. Habe ich auch gleich eingelöst für einen anderen Film, den habe ich dann storniert und dann auch wieder gleich vorbestellt. Weiterhin. Kommt ja noch ein schöner Film in diesem Monat. Eigentlich mehrere, aber ich glaube, eins muss ich leider wieder stornieren. Nun gut. Aber das war mein Update, das war meine Geschichte hinter Scream. Was sagt ihr zu dieser Geschichte hinter Scream schon wieder? Obwohl es ja diesmal kein Fehler des Lieferanten war, sondern diesmal Amazon lag. Aber was sagt ihr zu meinem kleinen Update? Nochmal ein kleiner Überblick hier. Moment. So. Also, es ist schon wieder was für jeden eigentlich dabei. Und ja, ich bin dann soweit erstmal fertig. Ich bedanke mich dann auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Bis dann, JK's Forever 01.